Fritz? Das ist jetzt verwunderlich. Na. Okay. Voll mundiger. Es geht weiter. Teil 2. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt uns ein bisschen vermisst. Du machst jetzt bitte mein Intro. Und wie geht das? Boah. Hallo. Du weißt es nie. Hallo meine Freunde. Hi und willkommen zu einem neuen Video. Das sicher. Teil 2. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, ansonsten gerne mal vorbeischauen. Wir haben schon richtig viel getestet. Nämlich das Saure und jetzt steht das Süße an. Original versus Vegan. Also von Ben & Jerry's über Rittersport, über Magnum, über Pudding von Ehrmann, Dr. Oetker. Wo ist es dabei? Und da gibt es immer eine original alte Version und eine neue vegane Version. Das wäre jetzt mal eine Ansage gewesen, oder? Die probieren wir. Mit was starten wir? Okay. Blind, natürlich. Blind. Ja, natürlich. Nicht zu vergessen, mit Augenbinde. Ich würde sagen, bevor uns das Eis schmützt, schnappen wir uns mal direkt. Magnum? Das ist Magnum. Magnum Mandel. Und Almond. Die zwei, ich hoffe, das sind die gleichen, nur halt einmal vegan, einmal vegan. Ja, cool, das ist genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Ja, so sind schon mal gleich eigentlich. Achso, räumen wir das noch ein bisschen auf die Seite, dass du wieder... Fitz lassen wir da veranstalten. Ne? Dann haben wir da vegan, da original. Augenbinden rauf. Los geht's! So, dann darfst du noch mischen. Wo haben wir's? Da. Passt. Knackig. Und Entschuldigung. Ist gut. Ist dir jetzt was runtergefallen? Na, sehr gut. Es ist wirklich lecker. Jetzt das andere. Nicht so gut. Na. Na? Na. Ich kenne Magnum schon und ich kann euch sagen, das erste ist original. Das ist vegan, das ist original. Das kennt man. Ja, es schmeckt anders. Ja. Ja. Also es ist nicht schlecht. Da ist die Schoko heller. Da ist die Schoko dunkler. Genau, dunkle Schokolade, ja. Und das mag ich eigentlich lieber. Das stimmt, also wenn man dunkle Schokolade lieber mag, glaube ich, würde ich sagen, ist gleich gut. Stimmt. Aber ja, sonst Gewinner original. Ja, dann machen wir direkt mit dem Ben & Jerry's weiter, oder? Ja, wir haben das Süße so ein Ende. Boah, Zuckerschock kriegen wir jetzt gleich. Ja, wirklich. Ben & Jerry's, das ist mit Cookies und Karamell. Beide? Das müssten auch wieder beide die gleichen sein. Ja. War cool. Ben & Jerry ist echt Luxus. Ja, Ben & Jerry ist Luxus. Und kannst du dich erinnern, beim Probe hat man da mal eins, das war sogar eigentlich besser, hatte mehr so Cookie Doughs drinnen und war günstiger. Stimmt, kann man erinnern. Was? Da füttert ihr jetzt die. Weil, damit du ein richtig leckeres Cookie-Stück erwischt. Weil sonst ist es unfair, wenn man... Okay. Ah. Bist du bereit? Ja. Ich starte mit dem. Geht los. Okay, jetzt ist. Welches ist besser? Und welches glaubst du ist das Original? Das erste ist Original, das zweite Fake. Weil, vegan. Das erste war jetzt Original und das zweite ist vegan. Ja. Augen auf. Das war das erste, das vegane. Das zweite war... Wirklich? Ja! Okay, jetzt muss ich das sagen. Ja, passt. Hey, das ist schon mal cool. Ja, das ist bin ich cool, gespannt, das freut mich jetzt. Da war kein Cookie Dough drin. Ich möchte mit Cookie Dough. Das ist okay. Okay. Cookie Dough ist so gut. Ich glaube, das ist vegan. Original. Das ist original. Und? Richtig. Ja. Das zweite war original. Ja. Wenn man jetzt rein nur das Eis löffelt, ohne so viel Cookie Dough, das war ja bei mir am Anfang, schmeckt man es. Ich wollte gerade sagen. Cookie Dough schmeckt exakt gleich. Wahrscheinlich ist es genau das gleiche. Aber das Eis ist ein bisschen anders. Schmeckst du es? Nein. Ohne Cookie Dough hätte ich auf alle Fälle auch gesagt, das ist original. Ja. Wie viel hast du gekauft? Viel, Schatz. Viel. Ja, ohne Spaß. Was haben wir da jetzt? Der Pudding, zwei Pudding. Pudding, zwei Schokolade, Fritz. Fritz? Fritz meint? Fritz. Mit was machen wir weiter? Machen wir mit dem Pudding weiter. Pudding. Ja. Okay, Ehrmann Pudding.
Das sind diese Dessert-Puddings, die oben da dieses weiße Ding haben, diesen Schlag. Okay. Passt. Ja, Mann, nur nicht gehört. Hä? Ich kenn nur Ehrenmann. Kennst du Ehrenmann? Na. Das ist jetzt verwunderlich. Okay. Was? Passt, dann fangen wir mal wieder mit rechts an. Ja. Warte, nehmen wir es noch selber. Ja, da schau. Ist der Becher. Mhm. Ist gut. Finde ich gut. Mm. Lecker, hä? Hm? Mm. Okay, zweites. Machen wir weiter. Das ist vegan. Da schmeckt man sofort den Sojapudding. Man sieht auch Sojapudding. Und da, ja. Dieser Schlag, diese Sahne da oben, die ist überhaupt nicht gut. Die ist richtig künstlich. Na, ja. 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 Das ist, hat mir echt geschmeckt, dass das der Weg ist. War nix. Aber wir haben ja nur einen Pudding da. Ich finde das immer so schade, weil ich finde das so cool, wenn so viele coole neue vegane Produkte auf den Markt kommen. Und dann sind sie fehl. Ist dann echt schade, gell? Ja, was soll man da? Wir müssen ehrlich sein. Wir sind halt. Das nächste probieren und dann schauen wir, dass das besser ist und dann können wir das kaufen. So, Dr. Oetker, beides natürlich. Einmal pflanzlicher Grießpudding und einmal. Das ist sogar ein High-Protein-Grießpudding. Oh, der Pudding war gut vom Ehrenmann. Vom Ehrenmann? 30 Gramm Protein pro Becher. Gut ab. Das ist nicht schlecht. Dann starten wir mal. Durchschauen darf man nicht. Durchschauen, nicht schummeln. Nicht schummeln. Du bist? Passt. Okay. Dann fangen wir mal wieder an. Verrate jetzt noch nicht, wie es da schmeckt. Das okay. Ist, das ist ja nicht mehr für mich. Mhm. Verstehe. Das Argument. Bei drei sagen wir. Eins, zwei, drei. Original. Vegan. Wie gesagt, ist original. Okay, andere. Okay. Und? Okay. Mir schmeckt beides. Drei, zwei, eins. Das ist für mich vegan. Für dich? Ich finde beide auch nicht gut, aber ich würde sagen, das ist original. Okay, dann schauen wir. Ja, vegan. Wie ist das schmeckt? Ja, schmeckt man, finde ich. Man schmeckt es ein bisschen, dass es nicht. Mit Milch ist. Aber ich finde jetzt auch, ich bin nicht so ein Grießpudding-Fan. Na, wer isst denn das? Ja, es gibt welche, die mögen Grießpudding richtig gern. Grießpudding. So, okay, jetzt einiges. Mit Fritz. Mit Fritz geht's weiter. Wildberry ist das Original und das Blaubeere ist vegan. Lili. Es hat nämlich nicht direkt Wildberry nochmal gegeben, aber Blaubeere. Magst du Fritz? Mm, ich bin auch kein Fritz-Fan. Okay, du mein Schatz. Du. Passt. Schaut alles. Und wie findest du? Gut. Ich find's so mittel. Ich würde es nie kaufen. Ich würde es nie kaufen. Nein. Im Leben nicht. Schmeckt genau gleich. Nur ein bisschen andere Geschmacksrichtung. Viel fruchtiger. Besser. Aber ich glaube trotzdem, das erste Original ist, das zweite ist vegan. Ja. Aber. Das ist eigentlich Geschmackssache. Ich finde von der Konsistenz und von dem. Es ist, du merkst ja das nicht, ob das jetzt mit Gelatine oder ohne ist. Nein, merkst nicht. Merkst nicht, gell? Hört sich sogar gleich an. Hört mal. Gib mir das allein. Ah ja, das ist viel leichter. Das ist so klobiger eigentlich, geht dicker. Ah, gell? Es gab keine sauren Glühwürmchen in vegan, sondern nur die Dinurex. Aber meine Vermutung, Schatz, schau dir das mal an. Ja. Bisschen sauer, also das sind diese sauren nämlich. Und ich glaube, die könnten gleich oder ähnlich schmecken. Ich kenne die Glühwürmchen in- und auswendig. Ich liebe die Teile. Die sauren? Ja. Scheiße. Boah, die riechen so gut. Ach, scheiße, nicht riechen. Nicht riechen. Ich hab riechen müssen. Wir müssen was abschneiden, dass wir nicht. Ah, ja, die Form erkennen. Nein, die Form im Mund. Ja, du hast. Oder der andere darf nur so leicht drüber beißen. Wir geben es, wir füllen es mir. Okay, passt. Wir starten los. Wie die Glühwürmchen. Okay. Dinos. Gut, aber ich bin Glühwürmchen-Fan. Du merkst einfach vom Geschmack her sind es anders, oder? Ja. Scheiße, ja. Ihr kennt schon, was? Ja. Okay, dann mach ich. Dann mach ich. Es war richtig, Schatz. Es war richtig. War richtig, gell? Ja, es war richtig. Bereit? Ja.
Schmeckt für mich noch Glühwürmchen. Eindeutig. Die Nuss. Ja, das Problem ist jetzt, die haben auch ein bisschen eine andere Konsistenz, die Nuss. Die aber ich finde die Konsistenz richtig gut. Ich nicht. Ich schon. Jetzt probiere ich da von den Dinos und die Pinken. Glühwürmchen. Ah, gut. Das ist einfach ein anderer Geschmack. Ja. Es hat eigentlich nichts mit vegan und nicht vegan zu tun. Nein. Kann man leider nicht so vergleichen. Kann man nicht vergleichen, aber du bist trotzdem echt gut, die Dinos. Dino-Rex. Jetzt haben wir nur Schoko. Lind oder Rittersport? Lind. Bei Schoko sind wir natürlich auch jetzt gespannt, weil bei Schokolade, Milchprodukt. Vollmilch. Vollmilch. Haben die Lind Hello Schoko. Einmal in vegan, einmal in nicht vegan. Salted Caramel. Einmal okay. Mit Milch, einmal mit Hafer drin. Ah, das schmeckt mal. Das schmeckt mal. Glaubst du, dass es schmeckt? Ja. Da sind wir gespannt. Schoko oder Team Gummi? Was willst du sagen? Schoko oder Gummi? Gummi. 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 Ah, ich glaube. Vollgas. Ich weiß nicht. Schau mal, hat das die gleiche? Schaut das gleiche? Ja. Hey, witzig, das schaut genau aus. Ich bin richtig gespannt. Okay, du darfst. Was? Starten wir wieder mit dem rechten Teller. Ja. Was glaubst du? Hafer. Also vegan. Ja, sag ja. Aber es ist nicht schlecht, aber ich finde, man schmeckt die Hafermilch. Boah. Aha, die ist ein bisschen anders. Da ist innen drin flüssiges Karamell. Da sind nur so Karamellstückchen. Also müssen wir uns jetzt auf die Schokolade fokussieren. Ja, die ist vollmundiger. Die ist milchig. Das ist original. Ja. Und das ist vegan. Ja. 3 zu 1. Ja. Die ist halt echt lecker, weil die hat so eine richtig schöne. Karamellfüllung. Und die haben nur so Karamellstückchen. Das ist ein bisschen ein gemeiner Vergleich, finde ich. Ja, aber man schmeckt es trotzdem. Ja. Ein bisschen das Hafer. Man schmeckt haben wir schon gedacht. Aber vielleicht bei der Rittersport jetzt nicht. Jetzt noch zu guter Letzt, liebe Freunde. Rittersport. Am Rinzibel Alpenmilch, was steht bei der anderen drauf vorne? Pur ohne Mu. 2 Stückchen. Ich bin generell nicht so ein Rittersport-Fan. Gibt ja welche, die lieben Rittersport. Ja, ist das nicht die mit quadratisch praktisch gut? Werbung? Ja, ich glaube, das war früher der Werbeslogan, oder? Ja, aber schau, quadratisch praktisch gut. Ah ja. Mischt überhaupt, hörst du ja so eigentlich. Zu Beginn, okay. Rechts starten wir wieder. Problem. Jetzt hat es aufgehört, das Video. Und wir haben nur das andere getestet. Und wir haben... Es ist jetzt eigentlich scheiße, jetzt könnte man richtig lügen. Ja. Aber wir haben es einfach geschmeckt. Es war so, vegan ist lecker, aber original ist einfach vollmilchiger. Genau. Vollmundiger. Vollmundiger. Wobei ich sagen muss, das Vegane war auch sehr lecker, ein bisschen kakaoiger. Aber trotzdem super Produkt. Ja, das ist wirklich, das finde ich echt super. Das glaube ich. War sogar, jetzt muss ich nochmal überlegen, mein Favorit von den veganen Sachen heute. Echt? Deins? Es hat schon einiges echt schlecht geschmeckt, gell? Ben & Jerry. Ja, Manu, Ben & Jerry, Manu ja. Manu war auch lecker. Ja, Eis, ja. Eis war gut. Aber ich glaube, das ist bis jetzt das beste Produkt vom heutigen Test. Boah. Jetzt? Jetzt haben wir mal richtig viel gegessen und aber vor allem, ja, gegessen eigentlich nicht so viel, aber so verschiedenes. Boah. Ey, schreibt jetzt gerne mal in die Kommentare, wie hat euch das Video, die Videoidee, der Taste-Test, wie hat es euch gefallen? Ja, schreibt es jetzt gerne mal rein. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben. Und ob es in Zukunft mehr solche Tests willst, Teil 3, Teil 4, vielleicht findest du mal noch Produkte oder gibt es nichts mehr? Gibt sicher noch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, ich bin echt voll. Ja. Bis zum nächsten Mal.